Ich wollte schnell gesund werden, ich habe das als eine Viruserkrankung empfunden, aber nicht bedrohlich für mich. Mein Name ist Christina Messerschmidt, bin 54 Jahre alt, komme aus Stadtbergen und ich hatte Corona. Schlagartig vormittags ging es mir schlecht. Es war also richtig von jetzt auf gleich. Und das ist immer ein Zeichen, dass es eine Virusinfektion ist. Also eine Erkältung beginnt irgendwie anders. Also ich kenne den Unterschied, weil ich immer schon eine Grippe hatte oder öfter mal. Und dieses sofortige sich schlecht fühlen, Fieber haben. Also ich war in der Arbeit, also ich habe nicht einmal ein Fieberthermometer gehabt zur Kontrolle. Aber man merkte sofort, dass man, das geht jetzt nicht in 2-3 Tagen weg. Das kann man jetzt nicht wegspülen oder wegtherapieren. Das dauert einfach so lang. Habe unglaublich geschwitzt. Also mein Körper hat richtig gearbeitet. Das war ganz neu, das kenne ich so nicht, dass man so furchtbar schwitzt. Also ich habe auch mein Bett abgedeckt mit Handtüchern und die musste ich wirklich dann in der Nacht nochmal wechseln und wieder neu abdecken, Schlafanzug neu. Geruch war weg, Geschmack war weg. Das ist also tatsächlich so. Ich bin so ein Zitrusfruchtfan, also Zitronen, Orangen, Mandarinen. Es war ganz, ganz seltsam, dass ich da nur diese Konsistenz geschmeckt habe, aber nicht, wie es tatsächlich schmeckt. Und auch der Geruch und eine Mandarine, wenn man die aufmacht, dann riecht die ja sofort. Und das war alles, alles weg. Es hat nach nichts geschmeckt und nichts gerochen. Ich komme mit mir alleine sehr gut klar und habe mich auch insofern nicht so isoliert gefühlt, weil mein Mann war ja da und meine zwei Katzen waren auch da. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie verzweifelt war. Ich konnte mich so weit selber verpflegen, dass ich mir einen Tee gemacht habe oder was zu essen gemacht habe. Oder einfach nur, und in dem Moment war man einfach nur froh, ich kann mich hinlegen, ich kann liegen bleiben, ich muss nichts tun. Und nur abwarten und schlafen, schlafen, schlafen. Also tatsächlich habe ich die ganze Zeit nur geschlafen und versucht, mich zu erholen. Also als die Quarantäne vorbei war, habe ich erst einmal jeden angeschrieben per WhatsApp. Ich darf raus, ich darf raus, ich darf raus. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also bin dann spazieren gegangen an der Wertach. Zwar noch etwas langsam und etwas schweratmig, aber das war unfassbar schön. Noch dazu hat die Sonne gescheint und es war ein milder Herbsttag und es war einfach toll. Also das tatsächlich, wenn man 14 Tage nur zu Hause ist und dann endlich wieder raus darf, das muss dann gar nichts Spektakuläres sein, sondern einfach nur raus, spazieren, Mantel an, Luft atmen, toll. Also war wirklich, wirklich, wirklich toll. Bin dann daraufhin jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen, damit ich mich auch wieder ein bisschen akklimatisiere und ein bisschen fit werde. Ich kann jetzt nicht, gehe nicht ängstlich durch die Welt und sehe jeden Virus an der Wand kleben. Ich bin in einem tatsächlich gefährlichen Beruf. Wir Zahnarzthelferinnen sind einfach generell da. Auch ein Zahnarzt ist einfach noch stärker sogar als ein HNO-Arzt mit den Leuten wirklich nah und in Kontakt. Das ist halt so. Also Angst darf man da nicht haben. Also es kann sein, dass ich da infiziert wurde. Es kann aber noch irgendwo herkommen. Man weiß es nicht genau. Ich kann es nicht nachvollziehen. Man ist immer neugierig, man will es schon wissen, aber es lässt sich nicht wirklich nachverfolgen. Ich wünsche mir, wie alle Menschen, Normalität. Kontakt zu anderen, Umarmungen, Bussi, Bussi, wenn man sich begrüßt, natürlich. Also das gehört ja alles dazu und das geht mir schon ab. Auch diese Selbstverständlichkeit. Wir gehen alle sehr zögerlich momentan miteinander um und da würde ich mir wünschen, dass das bald wieder ein Ende hat.